Rallye Finnland steht an. Und wir haben einiges wieder gut zu machen. Letztes Mal lief es in Italien nicht so gut und hoffentlich läuft es jetzt in Finnland deutlich besser. Und hat ordentlich geregnet. Es regnet immer noch ein bisschen. Und, vielleicht schleppt uns oder schweppt uns das jetzt zum Sieg. Wäre cool. Links 4 über Kuppe macht auf. Nein, die ganzen Pfützen. Rechts 5 mittig halten, über Kuppe Sprung. Links 5 über Kuppe innen halten, in rechts 5 innen halten, über Kuppe. Und links 5 macht zu, sehr lang, über Kuppe. In rechts 4 kurz, in links 5 übersprung. In rechts 5 über Kuppe mittig halten, macht zu 4,30. Links 4 kurz, Übersprung vielleicht. In rechts 4 kurz nicht schneiden und rechts 5 über Kuppe Sprung. Und rechts 4 kurz und rechts 4 Übersprung rechts halten. In rechts 4 kurz, über Kuppe innen halten und links 5 rechts halten, über Kuppe in links 5. Nein! Und rechts 5 kurz, in links 4 macht zu, über Kuppe lang, innen halten. 3,6 Sekunden langsamer, really? In Sprung 80. Das ist halt... Gefahr rechts 3 lang, macht zu, Sprung, über Kuppe, innen halten. Und links 4 lang, mittig halten, über Kuppe. In links 4 mittig halten, über Kuppe. Und links 3 kurz, in rechts 4 über Kuppe innen halten, Verengung. In links 4 macht auf kurz. In rechts 4 kurz und links 5 kurz, 80. Bitte was? Sprung über Kuppe in rechts 5 macht zu, 4 kurz. Und links 4 kurz über Bodenwelle in rechts 4 macht zu, 3 innen halten. Und rechts 3 kurz, über Kuppe 80. Rechts 4 kurz, über Kuppe halten, in links 4 nicht schneiden, in rechts 4 30. Links 3 kurz, innen halten. Und rechts 5, über Kuppe macht zu, 4 lang. Und Knoten für Kuppe in links 4, innen halten, macht zu. Für Sprung über Kuppe. In links 4 macht zu 3 lang. Warum war ich im Schnee so viel schneller als sie? Und rechts 4 lang macht zu über Kuppe. Und links 5 links halten über Sprung. In rechts 4 in links 3 für rechts 3 kurz Fels innen 30. Und Sprung über Kuppe in links 3 macht auf lang. Und links 5 über Kuppe halten in rechts 3. Links 4 sehr lang macht zu 3 Haus außen. In rechts 4 lang über Kuppe 30. Und Achtung, bremsen, rechts 5 kurz, über Kuppe, in links 3 kurz, nicht schneiden und rechts 4 kurz, nicht schneiden, 80. Rechts 3 macht zu, innen halten, über Kuppe. Und links 3 lang, über Kuppe, innen halten. Und rechts 6, nicht schneiden, 30. Und links 6 Sprung über Kuppe, Achtung, mittig halten, 200 uneben. Sprung 50, rechts 6 lang. Und rechts 5 sehr lang macht auf. Sprung innen halten, in rechts 6, in links voll, Achtung, mittig halten. In großer Sprung 40. In links 5, in rechts 4, über Bodenwellen.
Das links 5 kannst du mir doch nicht erst zu spät sagen, während ich schon im Sprung bin, Mann. Sag mir das doch davor. Und rechts 3 lang 50. Oder links halten oder sowas. Irgendwie sowas in der Art. Sprung über Kuppe mittig halten für rechts 3, 30. Links 4 kurz macht auf lang über Kuppe Sprung. Uff. Und rechts 5 macht zu halten in Sprung über Kuppe 30. Bodenwelle und rechts voll in links 5 kurz, Übersprung macht auf. Und links 5 über Kuppe lang innen halten. Achtung, bremsen für scharf rechts in links voll macht zu. In rechts 5 macht zu 3 über Kuppe und links 3 lang macht zu über Kuppe. In Gefahr, rechts 5, macht zu 3, über Kuppe nicht schneiden. In oh Mann. 2, breiter 30. Gutes, stabiles Holz. Links voll zum Ziel. Eieieiei. Sind die Pfützen wieder so schlimm? Ja. So, auf der 8. Also in manchen Abschnitten sind die halt so viel schneller. Aber der Dude, der Mats, ist er auch schneller als, deutlich schneller als Emilio und Co. Also zu P2 fehlen so ungefähr 10 Sekunden, das geht ja noch einigermaßen. Na ja, schauen wir mal. Bodenwelle und rechts voll Sprung über Kuppe 50 uneben. Die Ansagen kann. Rechts 5 kurz in links 4 lang 60. Ich weiß, die Ansagen kann man anpassen, aber wenn es einmal zu spät ist und dich das in Dreher bringt, dann. Links 5 mittel über Kuppe 50. Will ich deswegen nicht ein ganzes Spielsystem umstellen. Rechts 5 über Kuppe und Kuppe in links 4 leicht schneiden 50. Sonst hat er es ja auch hinbekommen, das und rechtzeitig zu sagen. Sprung über Kuppe 120. Rechts 5 kurz 50. Rechts voll über Kuppe. Und Achtung, links 3 für rechts 2 bei Abzweig macht auf 120. Eieiei. Rechts 3 mittel. In Kuppe in links voll 100. Rechts voll in Kuppe. Und rechts 5. Und links 5 in rechts voll. Und links 300. Mittig halten, Übersprung und links 5 macht auf. In links 4 macht zu 30. Und rechts 5 kurz, in Kuppe in rechts 3 macht auf. Und Kuppe in links 6 macht zu 50. Kuppe in rechts 4 kurz 50. Bodenwellen in links 4 80. Und links 3 über Kuppe. Und links 5 in rechts 4 Übersprung. Und Sprung mittig halten über Kuppe. Und rechts 5 über Bodenwelle lang macht zu. In links 6 und Sprung über Kuppe. In links voll und Sprung 50. Links 4 in Sprung in rechts voll. In Sprung.
Sprung in links voll und Sprung in rechts 5 macht zu. In Sprung über Kuppe in links 4 lang macht zu kurz. Und Kuppe in rechts 5 macht auf. Und links 4 über Kuppe. Und Sprung über Kuppe und rechts 5, 80. Rechts 3 Mittel bei Abzweig macht auf über Kuppe 50. Achtung, Sprung über Kuppe in links 6 lang macht zu. Und rechts 4 kurz nach Abzweig in links 5 macht zu über Kuppe. In rechts 6, 30. Links 6 macht zu, 4 sehr lang über Kuppe. Und rechts 5 in links 5 lang, 30. Links 5 über Kuppe, 30. In rechts 5 Mittel. Und Sprung über Kuppe in rechts 5 kurz zum Ziel. Schön. Das Problem ist, ich könnte euch jetzt nicht erklären, warum ich auf einmal rund eine halbe Minute schneller bin, wenn man meine vorige Etappe mit Mats vergleicht und die jetzige Etappe mit Mats vergleicht. Weil ich habe jetzt 4 Sekunden aufgeholt, gerade eben habe ich 25 Sekunden verloren. Ich kann euch nicht erklären, wo diese halbe Minute herkommt. Aber wir sind Dritter. Ah ne, ich war 20 Sekunden langsamer. Okay. Aber trotzdem. Kann ich nicht erklären, wo diese 25 Sekunden herkommen. Aber trotzdem. Geht gut voran. Und moin, Tropos. So. Okay, 80% Asphalt haben wir jetzt erstmal. Automatische Reparatur wird natürlich gemacht. Okay, dann haben wir noch 2 Stages jetzt. Kriegen wir hoffentlich beide gut hin. Das könnte jetzt wieder ein Podium werden. Ich finde aber trotzdem, wie gesagt, Schwierigkeitsgrad ist wieder mal nicht so wirklich nachvollziehbar. Auch die WRC3-Klasse, ja. War jetzt irritiert, weil ich als allererstes das Wort WRC3 gesehen hatte und dachte... Warum schreibt jetzt jemand über WRC3? Hundert scharfe Haarnadel links nicht schneiden, Schild innen 500. Dave in der Innenstadt unterwegs ist, Kappa. Links 5, innen halten, bremsen für scharf rechts, macht auf, nicht schneiden, 40 über Schotter. Rechts 6, in links voll bremsen. In rechts 3 über Kuppe und links 3 kurz. Und rechts 4, innen halten. Und Abzweig links 3, 120. Rechts 4, nicht schneiden, macht auf, Mittel 30. Rechts 4, kurz, in links 3, kurz, bei Abzweig 80. Scharf links, breiter, über Asphalt, nicht schneiden, 70. Achtung, rechts halten, Verengung nach Abzweig in links 2, nicht schneiden, 80. Rechts 2 kurz, in links 1 mittel, in scharf rechts nicht schneiden, 50. Schikane rechts, Verengung bei Abzweig 100, links halten. Gefahr, scharf bremsen für Schikane rechts, 30. Oh nein, warum untersteuert er so?
Rechts 3 und scharf rechts bei Abzweig in scharf links 30 und Ziel. 1 Uhr nachts sollte vielleicht ein bisschen leiser sein, aber hey, das triggert auch. Nein! Diese doofe zweite Schikane. Untersteuern. P3, immerhin. Gesamtwertung auch P3. Damit festige ich den dritten Platz. Wollen wir jetzt nochmal ein bisschen Zeit aufholen, dann könnten wir für Emilio holen. Das wäre super. Also mit P2 wäre ich super, super happy bei dieser Rallye. Da wäre ich richtig zufrieden mit. Oh Mann. Und moin auch Daichi, moin Kaki, moin Trobos. Und moin Trips. Okay, auf geht's. Links 4 über Kuppe macht auf. In links voll Sprung. Und links 4 über Kuppe lang. In rechts 5 kurz über Kuppe und links voll. Für Kuppe in rechts 5 lang macht zu 4 kurz 30. Links 4. Und rechts 4 innen halten sehr lang über Kuppe 30. Links 5 halten in rechts 4, macht zu über Kuppe. In links 5 kurz 30. Rechts 4 halten in großer Sprung über Kuppe 100. Achtung, links 4 scharf bremsen, macht zu 2, nicht schneiden 100. No, oh, nicht schneiden! Er hat sogar gesagt. Ach, ich Idiot. Ich Idiot. Nochmal. Komm. Puh. Jetzt zählt er von 3 runter. Hm. 20, links 4 über Kuppe macht auf. Weird. Warum zählt er manchmal? Warum manchmal 5, manchmal 3? Egal. Links 4 über Kuppe lang. In rechts 5 kurz über Kuppe und links voll. Für Kuppe in rechts 5 lang macht zu 4 kurz 30. Links 4. Und rechts 4 innen halten sehr lang über Kuppe 30. Links 5 halten in rechts 4 macht zu über Kuppe. In links 5 kurz 30. Rechts 4 halten in großer Sprung über Kuppe 100. Achtung, links 4 scharf bremsen macht zu 2 nicht schneiden 100. Dazu gelernt. Links 5 halten in Kuppe, Sprung 30. Rechts 4 macht zu über Kuppe und links 5 innen halten macht zu über Kuppe 80. Rechts 4 sehr lang macht zu in Sprung über Kuppe. Und links 4 macht auf 50. Rechts voll, über Kuppe, Sprung, 50. Sprung vielleicht 30. Und rechts 5 macht zu, kurz und Kuppe 30. Was heißt ein Sprung vielleicht 30? Weiß ja nicht, ob da nach 30 in Meter kommen. Rechts 5, über Kuppe, großer Sprung, macht auf. Und links voll macht zu, 55. Ich weiß, er meint den Sprung, dass er vielleicht kommt, aber... Und links 4, über Bodenwellen in Kuppe, Sprung. Links 4 kurz, innen halten und rechts voll und Achtung, 40. Rechts 3 über Kuppe, 30. Achtung, rechts 4 kurz, uneben über Kuppe, 200. Links 4 kurz über Kuppe, 50. Über Kuppe, rechts 5 halten in links voll lang, macht zu, 3 nicht schneiden. Für Kuppe in rechts 6 halten, in links 5 kurz. Und rechts 3 macht auf lang. Und rechts 5 kurz. Und Sprung über Kuppe 60. Achtung, rechts 3 macht zu 80. Links halten über Kuppe in rechts 4 kurz.
schade. Und links 6 kurz 30. Egal. Kuppe mittig halten, Übersprung in links voll 50, rechts 6 uneben, über Kuppe in links 3 mittel, macht auf 30. Oh. Oh. Bis hierhin war es so eine gute Etappe. Achtung, scharf bremsen für links 2 nicht schneiden. In rechts voll, über Kuppe 30. Komm. Links 5, über Kuppe 70. Links 4, kurz 100. Sprung, über Kuppe, in rechts voll, macht zu, 5, innen halten, 30. Rechts 3, macht zu, innen halten, über Kuppe 30. Und Kuppe in links 5, innen halten, 30. Rechts 4, innen halten, 30. Rechts 4, lang. In links voll kurz 300 über Bodenwellen zum Ziel. Komm schon, Etappensieg. Oh Gott, am Ende nochmal 5 Sekunden rausgeholt. P2. Podium. Plus 5 Punkte, nice. Ich habe nur 6 Punkte zu Mats verloren. Das heißt, in der Theorie kann ich noch 29 Punkte bei der nächsten Rallye jetzt holen. Ich weiß nicht, wie viele noch anstehen, vielleicht noch 2. Aber ich kann auf jeden Fall noch, wenn ich eine Rallye gewinne und auch die Power Stage mit 5 Punkten hole, dann könnte ich nochmal 30 Punkte holen. Er könnte 22 holen. Also braucht schon ein bisschen Hilfe von den anderen, damit ich da nochmal vorbeikomme. Aber wir sind gut unterwegs. Wir sind da sehr dicht dran. Und Umberto ist zwar jetzt sehr, sehr nah dran, aber man sieht, der ist auch schon 6 Rallyes gefahren. Das heißt, 7. Das heißt, für uns stehen noch mindestens 2 an. Und er, ja, hat mit 2 Rallyes mehr gerade so 106 Punkte jetzt geholt. Also, wir haben nicht so viel zu befürchten vor. Wir haben nicht so viel zu befürchten bei ihm. Alter, wie laut die Effekte bei mir zumindest sind. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay, danke, 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 danke. Cool, danke Spiel. Alles super. So. Machen wir weiter. Reduziert die Auswirkung von Wasserstellen. Sie können schneller durch Wasserstellen fahren, das nehme ich mal. So, Reparaturkosten waren nicht höher als Dings, ne? Ja, sauber. Als das, was gefordert wurde. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Kalender. Zeitraffer, Zeitraffer, Zeitraffer. Event auswählen. Erholung. Erholung. Machen wir Training. Zweimal dann. Nice, es beginnt glaube ich um. Also es beginnt um 16 Uhr. Weiß nicht, wann das quasi für dich Relevante beginnt. 16 oder 17, glaube ich. Aber ansonsten, es gibt noch eine Sache, die ich heute irgendwie mitbekommen habe. Du musst irgendwas mit 110 passt hier. Du musst irgendwas mit. Also es reicht nicht, glaube ich, nur sich anzumelden, sondern du musst irgendwas nochmal nachträglich bestätigen. Check das mal aus. Da steht nichts. Weird.
Ah, eingecheckt bist du. Okay, das war's, ja. Sauber. Weil viele Kandidaten haben sich nicht eingecheckt. Jetzt hätte ich gern einen Button, mit dem ich die Runde neu starten kann. Ja, also nice, ab 16 Uhr geht's quasi im Stream los. Ich sag mal, wann's... Also ich weiß nicht genau, wann's dann losgeht, aber... Dürfte so gegen 16, 17 Uhr dann letztlich starten, so richtig. Was den Scheibenwischer, weil immer wieder auch Dreck aufgespritzt wird. Und damit wir nicht so viel Schmutz auf der Windschutzscheibe haben, kann ich ihn mal gleich komplett auslassen. Und moin Stormrider. Der Stromreiter war schon länger nicht mehr hier. Frag, was mit den Haaren los ist. Zuletzt bei Burnout Revenge warst du da, ne? Kommt leider nicht auf YouTube die Reihe, weil Musik-Copyrights. Mindestens so 2-3 Lieder pro Video sorgen dafür, dass die Videos weltweit gesperrt werden. So, da sieht man schon den ersten Schmutz auf der Windschutzscheibe. Deswegen lieber präventiv schon fast den die Windschutzscheibe an. So. Bam. Ja, alles gut, Stromreiter. Geht ja vieles vorne. Was man online machen kann im WRC 9. Ich denke mal, eine Rallye organisieren und dann, oh nein. Und dann da fahren. Okay, folgender Hintergrund. Ich finde Asphalt-Rallyes cool. Ich finde die Rallye Deutschland sehr geil. Ich bin selbst in Dirt Rally 1 mit dem Polo, glaube ich, mal auf 37 der Weltrangliste gelandet oder 34 oder so. Ich glaube auf irgendwas mit Flugplatz oder so. Das Ding ist nur, ich hatte in dem letzten WRC, in WRC 8, hier eine unglaublich gute Etappe, glaube ich. Muss man ja immer dazu sagen, ja. Ich vermute, dass es eine sehr, sehr gute Etappe war. Und war da trotzdem meilenweit hinterher. Deswegen... Ich finde diesen... Ah, den Kalender seht ihr ja gar nicht, ne? Warte mal, wie komme ich zu dem Raum? Ja, den Kalender finde ich interessant. Ah, cool. Das ist tatsächlich auch, wenn ich im Menüpunkt Kalender bin, das ist dasselbe. Also Rallye Deutschland, mal gucken. Ansonsten, ja, war das trotzdem recht schön. Hat Spaß gemacht. Vor allem Rallye Finnland war irgendwie sehr, sehr geil. Und da war ich plötzlich wieder deutlich konkurrenzfähiger. Vielleicht sollte ich zurück auf 100 stellen und dann einfach schön Spaß haben bei den ganzen Rallyes. Ich glaube, das wäre das Lustigste. Wenn ich da halt einfach Rallyes gewinne, ja, dann ist es halt so. Kannst du im Polo zeigen, klar. Im Stream können wir uns gleich nochmal so richtig anschauen, aber hier mal zentriert. Aber, ja. Wenn's einem gefallen hat. Auf Twitch kann man ja immer ein Follow dalassen. Auf YouTube gerne auch ein Abo raushauen. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Und ein Däumchen nach oben dalassen. Wäre geil.